Hallo, willkommen zum finalen Spiel. Also nicht Finale, ist immer noch, was ist Viertelfinale? Viertelfinale sind wir, glaube ich, ne? Aber das finale Spiel, Game 3, das heißt, wer das jetzt hier gewinnt, ne, der entscheidet darüber, wer weiterkommt, denn das Halbfinale müsste es ja dann sein. Ja, und wir sehen schon, hier die Ra-Gemeinschaft, die konnte quasi die Achsen, die Alliierten für sich gewinnen. Was für mich schon fast den spielentscheidenden Faktor hier ausmacht, wenn ich mir die Statistik im Moment so durch den Kopf gehen lasse. Ich bin mal überrascht, lass mich mal überraschen, ob das doch nicht der Fall ist. Integral Suite, wie gesagt, einer der Organisatoren, ne, es gibt ja wohl zwei, Kegelgott und er waren das. Zumindest wollte man es Integral Suite so gesagt, auch wenn andere in den Kommentaren mal gesagt hat, das wäre nicht so, aber ich halte mich da an dem offiziellen, was ich habe. Und der wird natürlich trotzdem noch weiter mit seinem Discord und alles machen, ist gerade durch den Draht gegangen. Und der tut auch Livestream, also wäre halt schade, wenn er jetzt rausgekickt würde, ne, weil dann hat man den Livestream nicht mehr, wenn den guckt. Ich glaube, es sind immer so ein paar hundert Zuschauer. Sind es ein paar hundert gewesen? Ich glaube, ein paar weniger. Aber auf jeden Fall sind da immer ein paar Zuschauer bei. Und dann kann man es auch live verfolgen, was ganz interessant vielleicht ist. Ich weiß nicht, irgendwie ein relativ kleiner Twitcher, 2000 Abonnenten oder sowas. Aber gibt sich viel Mühe, was man so sieht. Macht eine Menge Streams über COH. Und ist auf sehr hohem Niveau, ne? So, ja, mal gucken, was die Jungs anstellen. Hier steht schon ein bisschen besser vom Stoppen. Im Moment läuft auch ein bisschen die Diskussion, wie stark halt die Achse wirklich ist. Ne? Also ich denke, PE ist immer ganz gut zu haben, obwohl das beste Spiel bisher Doppelwehrmacht hier war. Die haben am besten ausgehalten, zumindest in dieser Miniserie. Muss man sich mal überraschen lassen. Ich denke, dass Wehrmacht auch eine Chance hat. Ich bin jetzt kein, oder dass Achse generell noch eine Chance hat. Ich bin jetzt kein Achsenspieler. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass gerade auf dieser Map das Doppelt Armored K ultra brutal stark ist. Schöner Jeep-Einsatz. Aber auch hier, das ist gerade wieder von unten gekommen. Ne? Weil beim letzten Mal hat er den Jeep nicht geschafft zu unterbinden. Jetzt hat er es geschafft. Also ich vermute einfach mal, dass der irgendwie länger gebraucht hat, um das Ding fertigzustellen da vorne. Es gibt sogar einen Early Fug. Das kann nur ein Retreat-Bug sein. Ne? Das ist natürlich schon fast spielentscheidend, sowas. Also gibt nur einen Retreat-Bug, da kommt er einfach, will er sich nicht zurückziehen. Nicht nur, wenn man rot gepinnt ist. Ja, der fragt jetzt, ob er neu machen soll. Also wenn das wirklich nur ein Retreat-Bug war, ne, deswegen, also er sagt jetzt Luck, ich weiß nicht, ob das Luck ist oder ist ein Retreat-Bug, sah danach aus. Er fragt extra nochmal nach, ne? Das ist ja ganz nett. Also nicht jeder würde nachfragen, würde einfach sagen, Pech gehabt. Weil, also das ist schon sehr entscheidend, dass hier der Pio fehlt. Ne? Kein Druck auf der Seite und gar nichts, Mine weniger und alles. Das macht das schon extrem brutal. Also wenn das wirklich nur ein Retreat-Bug war, und das kann natürlich durchaus sein, das Spiel hat das ja leider ab und an. Wäre es auch nicht verkehrt gewesen, das neu zu starten. Das hätte auch gerade erst begonnen, ne? Aber wenn er nicht wollte, wollte er halt nicht. Weiß nicht, ob ich schon innerlich aufgegeben habe, dass der Grund war, kein Neustart wollte. Aber jedenfalls schön fair, dass er zweimal nachgefragt hat, ob die das machen möchten. Das hätte nicht jeder angeboten. So, ja, jetzt haben sie hier natürlich erstmal ein bisschen Stillstand. Ja, es hatte hier auch nur Zeit, alles zu kappen. Geht wieder um Siegpunkte offensichtlich, obwohl das ist ja jetzt gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich hätte dann die Mund vielleicht vorgezogen, aber die brauchen das auf Ami-Seite auch nicht unbedingt. Nicht in dem Umfang. Hier haben wir eine kompakte Aufstellung, wir haben Schwimmwagen. Scheint alles diesmal ein bisschen ruhiger zu sein. Ne? Beim letzten Mal hat es ja da vier Schwimmwagen gekracht in der Mitte. Da ging es dann richtig rund. Das haben wir diesmal nicht. Ja, zubauen wird jetzt auch nicht gemacht. Kein Pio-Projekt da oben, der die Maginot-Linie zieht. Wo ist denn der andere Pio von ihm? Hast du keinen zweiten Pio gebaut? Da ist er. Für den Schwimmwagen steht er an der Front. Vielleicht um früh eine Mine zu legen, zeitnah. Vielleicht auch für den Bunker. Also dieser Brenncarrier kommt ja auch schon fast mit Ansage. Also frühe Mine ist sicher auch nicht verkehrt. Wenn man halt die Mund irgendwie hat. Der steht da hinten wirklich jetzt nur, irgendwas zu machen, wenn was frei wird und Ressourcen vermutlich. Gut für die Reparatur. Naja, Volks sind super schwach gegen Briten. Also im Early Game kann ein Volk gegen Briten eigentlich gar nichts machen. Der Mortar steht natürlich auch schon wieder. Ne? Also früher, wie gesagt, die besten Spiele mit den Deutschen gegen Briten-Kombinationen in irgendeiner Form war immer, dass man den Mortar verhindert. Und wie gesagt, die Bikes, ne? Die Kläuse, die super schnell immer rein rausfahren. Also wie das Ding gebaut wird, kämpft ja auch einer weniger. Kurz rein und wieder rausfahren. Ne? Also das hat eigentlich früher nicht super funktioniert, aber es hat halt vielleicht 50-50 funktioniert gefühlt. Und hier wird es aber kein einziges Mal gemacht. Ich habe, glaube ich, in der gesamten Serie oder halt noch in allen Spielen aus dem Turnier kein einziges Spiel gesehen, wo jemand mit einem Fahrzeug den Mortar angegriffen hätte. Weiß nicht, woran das genau liegt. Early Game Sniper, also sehr früh habe ich einen Eindruck. Auch noch keine Defense aufgebaut, können weder rechts noch links kappen, haben links sogar verloren.
keine Defense-Line in irgendwas aufgebaut, eine Minen fehlen, Draht fehlt, das ist wieder ein Puck nachher. Der Brenn ist einfach so episch. Aber er hat diesmal hier vorne aufgeräumt. Nicht so nach Ramme, jetzt kommt das ein Problem. Und wieder eine Einheit weg. Hat sich gerade eine Einheit dafür gefuckt, ne? Das heißt, er hätte zwei Fuchs bekommen. Und dann ist es in Gear auch noch in die gegnerische Richtung gegangen. Also, ich weiß nicht. Der hat jetzt, glaube ich, das in G-Fuck gehabt, dann die Einheit, die selber gefuckt hat und dann den Pio-Fuck. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel in Summe. Trotzdem, der Brenn-Carrier ist gestorben. Und der Sniper ballert noch fleißig. Muss ein bisschen aufpassen. In der Theorie kann man auch Deckung für die Dinger benutzen. In der Praxis ist das so gut wie möglich. Den würde ich jetzt verfolgen. Also, ihr müsst ein bisschen aggressiver spielen jetzt. Ne? Ich würde auch nicht erwarten, dass da schon eine Mine liegt. Ne? Also, ich hätte das wahrscheinlich jetzt versucht. Hook hätte er vielleicht nicht bekommen, klar, aber man weiß es halt auch nie. Und es ist ja schon ein bisschen Verzweiflung im Moment. Also, es sind schon eine Menge Fuchs beim Wehrmachtler jetzt gewesen. Also, es hat sich ja gestapelt fast. T2. Jetzt mal gerade beim Wehrmachtler reingucken. Logo. Nogano meinetwegen. Ja, also Nogano hat zwei Einheiten, wenn ihr so wollt, ja. Das ist natürlich katastrophal wenig. Normalerweise baut man halt 4 bis 5 Einheiten, bevor man T2 geht. Also die Runde ist eigentlich leider auch schon vorbei, hätte ich es fast gesagt. Na, mal gucken, was die machen. Auch hier, wie gesagt, ich bin immer noch überrascht, dass keiner Dings baut, Zelt. Was mich im Moment wundert ist, wenn das Turnier wirklich so ist, dass halt alle mit den Achsen, mit den Alliierten derzeit gewinnen, warum die dann nicht vielleicht Maps nehmen, die so ein bisschen Achsen-favored sind. Ne? Da gibt es ja so einige. Obwohl ich persönlich finde, wie gesagt, für PE ist jetzt sehr gut aufgestellt auf der Map. Das ist mein persönlicher Eindruck. Aber da gibt es ja schon ein paar andere Maps, wo man auch ne, ein bisschen achsenheftiger ist. Also gerade Lorraine zum Beispiel. Point du Hoc finde ich ganz gut für die Achse. Ja, Nebel hinterm Berg verstecken zum Beispiel. Wenig Anlaufwege für den Gegner, wo man gut zusammen deffen kann. Viele Positionen für den Headquarter des PE-Lers zum Beispiel. Und so schöne Dinge. Adri kann man relativ einfach erreichen, auch im Ufer unten zum Teil. Also Point du Hoc ist eine Map, würde ich schon sagen. Also das ist ja sowieso, die machen ja Hin- und Rückrunde, ja. Also nicht so, wenn sie in Anführungszeichen eine unfaire Map nehmen würden, dass es unfair in Summe wäre, weil ja jede Seite mindestens einmal zumindest spielen darf mit der bevorteilten Seite, ne? Und da hätte man Map-Abwechslung und vielleicht auch das Balancing der Fraktionen ein bisschen anders. Weil dieses jetzt 20 Mal Duclair, klar, die spielen jetzt natürlich nicht alle 20 Mal, aber für den Livestream und für so Caster wie mich ist halt jetzt irgendwie 20 Mal Duclair. Ist vielleicht auch nicht die beste Abwechslung für den Viewer daher, das kann man auch noch hinzufügen vielleicht. Ist ja die Frage, wie weit das Turnier jetzt nur für die Spieler ist und auch für Zuschauer gedacht war ursprünglich. Ne? Aber wenn das aus Zuschauersicht wäre es wahrscheinlich interessanter gewesen, den Map-Pool ein bisschen zu erhöhen und auch seltenere Maps reinzunehmen, die funktionieren. Und die auch die Fraktionen ein bisschen ausgleichen, die eben dann eben Point du Hoc. Hier, viel Glück da oben. Da war der am Bauen. Also ihr merkt schon, dass ein bisschen weniger Power in dieser Runde jetzt drin ist als in den anderen beiden Spielen. Weiß echt nicht, ob das innerlich aufgeben ist oder was das Problem gerade ist. Also beide machen irgendwie weniger Druck, habe ich den Eindruck. Ich sehe jetzt zumindest ein bisschen weniger Umf. Aber K ist auf jeden Fall gut dabei. Mörser. Der Trick ist halt wieder, das alles zu beschützen nachher. Ne? Also ich würde mir schon überlegen, Minen zu legen. Es wirkt ein bisschen wenig, der will das Captain gerade haben. Der kann nur über die Hecke die Jungs beschädigen. Ich meine, der Mortar ist ein Problem, aber der ist nicht keine unmögliche Einheit, muss man auch sagen, weil wenn der schießt, der erste Schuss trifft fast nie und dann könnt ihr immer noch Schritt beiseite gehen. Ne? Aber es ist natürlich schon in langanhaltenden Kämpfen ein bisschen störend. Adler geht hoch. Jedes Mal ein anderer Slot. Da muss er aber nach rechts auch absichern, wenn er die Adler hin will. Also das wäre so ein Anlaufweg und das wäre so ein Anlaufweg. Keiner geht da unten rum, in der Regel zumindest nicht. Weil es einfach zu weit ist. Wird ja rechtzeitig sonst gesichtet und kann das im Fahrzeug intercepten. Dass sie da keine Minen legen, kann man vielleicht auch verstehen wegen dem Mortar jetzt gerade, ne? Weil er kann natürlich nicht jeden Minenspot treffen, da muss man ein bisschen Risiko eingehen mit der Mine. Hier kann er reinforcen, das baut nie einer das Half-Track, aber man kann da eben reinforcen im Half-Track und das ist ganz gut, um die Armee am Leben zu halten. Ob man das jetzt braucht, wenn man einen Briten hat, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil der kann ja auch direkt hier in einem Truck reinforcen und so, dann kann ja auch schnell an die Front packen, wenn er will. Das sind nicht die längsten Laufwege. Ist auch gut gegen das Armored Car tatsächlich, ne? Also gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge in Summe kann man sagen, kann man das benutzen. Kann auch recht viel anrichten. Ja, und es geht halt die Adler darunter. Die stehen halt, das ist halt das Problem so ein bisschen, vielleicht sieht man das Map besser. Die Adler braucht halt, dass die zusammengefährt stehen und genau das hier der Fall, weil sie eben ne, nichts kontrollieren links und rechts.
wenn sie jetzt mal hier vorne diese Punkte nehmen, vielleicht sogar den hier vorne, irgendwie dieser Höhe, dann wird die Artillerie bedroht und sie würden halt viel breiter aufgestellt stehen als jetzt hier, wenn man immer an diesem Eingang steht. Also das ist, ne, wenn die Artillerie kommt, man steht zusammengefecht, wenn man am Anfang einer Regel überlaufen wird, obwohl das hier auch im Sniper-Gameplay meiner Meinung nach liegt sehr häufig. Also diese ein bis zwei Sniper, die sie in jedem Spiel bauen, die sorgen einfach dafür, dass sie danach eine schlechte Position haben, wenn die Briten-Artillerie da ist. Das ist einfach ein Gegeben, ja. Also ich weiß auch nicht, warum das ein Muss sein muss. Ich weiß, dass Sniper stark sind und alles, aber diese, also ich könnte mir vorstellen, dass die auch ohne die Sniper auskommen würden. Zumindest der Doppelsniper halte ich für eine kleine Katastrophe. Weil die Artillerie kommt unabhängig davon, ob der Doppelsniper viel gesniped oder wenig gesniped hat, ne? Und dann steht die halt schon scheiße. Weil die ist Blitz gespielt, sicher die bessere Doktrin und die Doppelschrecks vergeben, dann will es zur Artillerie sneaken. Da ist allerdings eben schon eine Mine gewesen, da. Da liegt auch eine. Muss man mit Shift eben die richtigen Wege gehen. Aber wenn ihr die Artillerie bekommt, das wäre schon nicht unbedeutend, keine Frage. Und dann kann er mit jedem Anlauf irgendwas Teures kaputt machen. Und er kann den Stu gleich holen, ne, wenn er wieder auf Britenblob geht. Das, also Blitz ist fast immer die beste Option, muss man echt sagen. Mit Blitz seid ihr eigentlich nie falsch beraten, wenn ihr bei Terror meiner Meinung nach Munition braucht, damit das funktioniert. Und Defense, ja, da gibt es verschiedene Faktoren, wo man das nehmen kann, aber... Also Blitz ist eigentlich nie verkehrt. Er hat einen zweiten Trooper geholt, jetzt hat er gleich vier Schrecks ausgegeben, hat also alle seine Munden gestapelt, dessen keine Minen ausgegeben. Das kann er jetzt finishen, das Fahrzeug. Ist doch komisch, dass es da stand. Das wäre auch gefährlich gewesen, wenn der Pax gewesen wäre, ne? Hätte ja Mine und Pack-Kombo stehen können. So, und jetzt will er einfach zur Artillerie laufen. Die können ohne Wett natürlich jetzt nicht zur Artillerie durchlaufen. Also können sie schon. Würde ich aber nicht machen. Macht aber jetzt. Das Problem ist halt einfach, dass sie jetzt ihre Waffen droppen oder Lowlife gehen und dann beim nächsten Mal, ne, noch angreifbarer sind. Das ist der Sniper vom Gegner. Ja, und es gibt sogar einen Doppelschreckpuck, wenn er Pech hat. Da war eine Mine. Die haben beide überlebt und keine Waffe gedroppt. Das war natürlich sehr glücklich. Es hätte auch einen Fuck geben können, Doppelfuck und alle Schrecks wären weg gewesen. Oder dem Gegner schenken. Also, dass er da danach drangelaufen ist, obwohl er den beide Blobs der Alliierten gesehen hat, war Käse. Der hätte, nach diesem Schuss hätte er entweder versuchen sollen, die rumzusneaken oder ganz nach Hause gehen und einen neuen Winkel suchen. Also, dieser Angriff war völlig sinnbefreit gegen ihn. Das waren ja zwei Infanterie-Blobs, ne? Und der Fehler konnte ja nichts machen mit seinem Blob, weil das keine Schreckgänse waren. Wenn er mit Schreckgänse von der anderen Seite gekommen, hätten die Ablenkung gebraucht, okay. Aber er hat ja keine Schreck, ne? Und von daher war das ein super Hardcore-Risiko. Ich habe echt das Gefühl, dass der Wehrmachter so ein bisschen auf Frust im Moment spielen könnte. Wegen dem Pio vielleicht am Anfang, den er kaputt gekommen hat. Man sollte doch einfach Rematch anfragen beim nächsten Mal. Wurde mir sogar zweimal angeboten. So, es werden hier natürlich 30 Milliarden Minen gelegt. Man kann auch Drähte ziehen für sowas, ne? Damit kommen die ja auch nicht durch, die Jungs. Das Ding ist halt, dass diese beiden Doppelschreck-Dudes, auch wenn das jetzt gut klingt erstmal, wenn die es vielleicht nochmal schaffen würden, die können ja nichts gegen die Infanterie wirklich machen. Ne? Vergiss die Bündel gerade hatten, das ist völliger Käse. Und selbst wenn die jetzt W2 hätten, können die auch nicht gegen Infanterie kämpfen mit zwei Doppelschrecks. Also die... und neue Infanteristen. Also ich weiß nicht genau, wie die jetzt die Infanteriekämpfe gewinnen wollen. Der müsste eigentlich nebenbei Stus ziehen, hat aber keine Manpower. Also Stus wären jetzt wichtig. Die Sniper machen nichts. Also die haben halt nichts, damit die Sniper die ganze Zeit snipen können. Die würden ja frontal einfach überlaufen, die Freunde. Die Amut Kars, das ist jetzt die einzige Rettung, aber gegen den Riesenblob, der da unten ist und ohne den Heal, klappt das nicht. Ja genau, also wie wollen er da durch? Also die wissen ja, dass die immer neu kommen, ne? Er muss halt, wenn, den langen Weg gehen. Also den direkten Weg, den er gerade gegangen ist, war natürlich Kokolores. Zumal man hier auch immer wieder Minen erwarten würde. Also man muss mit denen einfach die Geduld aufbringen, den langen Weg gehen. Wenn ich aber jetzt getiltet bin, kann ich verstehen, also ich vermute, dass er getiltet ist, dass er nicht die Geduld aufbringt, den langen Weg zu laufen. Aber das heißt nur, dass ihnen unendlich viele Ressourcen jetzt fehlen in den Kämpfen, ne? Jetzt geht er den nächsten Tech hoch. Das ist aber ein T4, oder? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also die wissen ja, dass die Blob spielen. Das sind ja zwei Blobs. Und von Doppelsnipern weiß er auch schon. Warum hat er jetzt nicht einen Stu einfach geholt? Oder geht auf Stus halt langfristig? Also jetzt T4 hochzugehen, obwohl er keine Einheiten hat, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wofür das gut sein soll. Also es war T4, oder? Ich habe manchmal Probleme mit den Symbolen, aber das ist ein T4 vom Gebäude. Und da ist das jetzt einfach. T3 getaggt, nichts gemacht. Ne, da kriegt er den Doppelschrecks nur. Und T4 taggt er jetzt. Das ist jetzt Sturmgewehre, aber er hat ja Doppelschreck schon ausgegeben. Also keine Ahnung, was mit seinem Plan da jetzt ist. Und nicht hier oben, wie der PELA alleine kämpft, so gut wie. Obwohl die Sniper natürlich schon ein Stück weit helfen. Ja, also er müsste halt Repair-Bunker bauen für seinen Buddy, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, wichtig. So, die Schrecks sind wieder da.
Aber wo will er da durchlaufen, ne? Also er müsste eigentlich hier hinten irgendwo rumlaufen und die liegen auch schon überall die Minen und da wird die nächste gelegt. Also sie wissen, dass die Trooper gleich kommen. Sie sagen, wir noch einen Draht ziehen, das geht auch so. Also wenn er jetzt hier durchs Center wieder geht, er darf kein Infanterist begegnen, darf keiner Mine begegnen und also das funktioniert halt nicht. Der will halt hier durch, das ist ja nicht irgendein Weg, wo er durchläuft. Da, wo er durchlaufen will, da laufen immer beide Spieler hoch und runter plus Minenfeld. Wie soll das jemals funktionieren? Und von Minenfeld muss er ja auch wissen. Das wird niemals klappen, was er da vorhat. Völlig undenkbar. Ist du? Aber hier nochmal die Frage, warum der T4? Also, ich verstehe das nicht. Also, welchen Panzer könnte er jetzt bauen, der schlechter als das du gewesen wäre in der jetzigen Situation? Ja, wieder erwischt worden. Aber es ist alles mit Ansage, ne? Also, da muss er sich nicht wundern. Ich denke, dass der auf Frust spielt. Ja, was soll er jetzt gleich rauskommen für Panzer? Er hat zwar Treibstoff ein bisschen, aber was genau soll das werden? Ich weiß es halt nicht. Panzer 4, Ostwind. Kann er sich irgendwas aussuchen, aber alles, was er jetzt holen könnte, wäre der Stu besser gewesen. Zumal er ja den auch extra freigeschaltet hat, ne? Ich verstehe das nicht. Der WLA kann ja die AT stellen oder man kann ja Packs zu den Stus bauen oder so. Guck dich mal den Blob an. Das wäre ein Traum für einen Stu gewesen. Ein Traum. Vor allem, wenn der oben vom Berg runterschießt, ne? Das wäre der absolute Traum gewesen. Ja, die Adri geht immer wieder in den Blob hier oben rein. Das ist jetzt auch nicht die größte Überraschung. Hast du gerade zwei Medkits ausgegeben? Hättest du nicht umsonst beim PLA heilen können gerade? Er hat wirklich zwei Medkits ausgegeben. Das ist sehr hardcore. Also eigentlich, na gut, der PLA hat keinen Heal gebaut. Das ist irgendwie komisch. Also diese Runde scheint mir sehr ominös. Bam, bam, beide getroffen. Ja, von oben und unten treffen die wohl ganz gut. Oh, der Stu, Mann, jetzt geht's hier wieder los. Also ich gebe euch Brief und Siegel darauf, dass die nicht ankommen werden. In einem Stück. Liegen dann überall Minen. Überall! Man kann sich auch nicht leisten, auf die Pack zu schießen. Und wenn sie einer zurückzieht, dann decken sie ihn auch auf. So, das war der Sniper. Hat er keinen Screening-Schirm gehabt. Genau, da kommt jetzt die AT. Also von daher war es völlig, ne? Ist er aufgedeckt. Ja, aber da schießen jetzt gleich die Sniper, oder? Alle daneben, geil. Naja, wie gesagt, das wird einfach nichts. Also der T4, der hat ja aber völliger Blödsinn, ne? Mit diesem Setup hier. Jetzt kommt die Verzweiflung, er läuft jetzt durch, noch um die Adrig zu kriegen. Da liegen halt Minen, da liegen Minen. Er hat gar keine Chance, gar keine. Also ich denke schon, mit Panther und Stus und dazu halt dann, ne, die ganzen Repair-Bunker überall gut verstecken, da hätte man schon so einiges mounten können an Defense und dann eben mit Geduld diese Dinger in die Backline irgendwie holen, dass sie einen langen Weg gehen. Wie gesagt, da unten liegen wahrscheinlich auch Minen, ne? Genau, er hat sich die Drähte gebaut und das getunnelt. Er sagt also, da liegen Minen, aber dann geht man halt hier rum. Man kann durchaus hier rumgehen, das machen auch viele, hier oben am Bildschirmrand lang, ne? Und dann immer wieder hier vorne durch, nicht gerade wir reden, immer an den Hecken vorbei, ja? Die Minen können nicht überall liegen, aber das, was ich eben meinte, das kann man wirklich so machen. Das hat er sehr schön gemacht. Trooper Defense nennt man das Ganze. Kann natürlich auch oben rumgehen, ne? Das geht hier auch, dass man hier durchläuft. Da liegen natürlich auch schon Minen, aber auch nicht perfekt. Und wer da eben hätte den T3 ausgespielt, hätte ich auch mit dem Nebel reinhalten können, den Weg frei zu machen. Oder schickt einfach mal einen Pio vor, ne? Also, ja, alle tot. Also, ne, wenn hier vorne rausläuft, dann kann er mit dem Pio hier rauslaufen, um alles aufzudecken und das dann kappen gehen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Rieseninvestment. Das kostet was 25 Mun oder so, der Minesweeper. Also, das ist ja, ne, ist ja kein Investment, was er sich nicht leisten kann. Schade, schade, schade. Also, die Runde ist auf jeden Fall verloren. Das kann man jetzt schon sagen, auch wenn sie noch eine Zeit lang geht. Und ich denke, dass da ein bisschen. Ja, ist er trotz bei, ist das das richtige Wort? Da kommt auch der Minesweeper, den ich gesprochen habe. Den Auftrag müsste natürlich sein, jetzt hier den Durchgang frei zu machen, damit der, ne, die Trooper da raus können. Aber es hätte halt viel, viel früher kommen müssen. Noch ein Panther, dann haben sie drei Panther und der Gegner hat einen Infanterieblob und Artillerie. Dann viel Erfolg. Also, die haben Pax und Infanterieblob, ne? Ich weiß nicht, warum drei Panther die Antwort darauf sein sollen. Hat die Mine nicht aufgedeckt. Ja, das war das Armut K. Ist die Frage, ob die das jetzt abgesprochen haben, dass sie beide Panther geben. Also man kann es ja auch so sagen, der kriegt die halt im Sonderangebot, die Teile könnte man fast sagen. Und die Wert von denen ist auch viel geiler als beim Wehrmachter, die auch noch ausgeben muss. Und gut. Also ich glaube einfach, dass die gefrustet sind, die beiden. Anders kann ich mir das nicht erklären, das Gameplay.
Stell euch vor, der Wehrmachtler hätte halt jetzt nicht diese beiden Tags gemacht, ne? T3-Stufe, T4-Stufe, T4-Gebäude und dann Panther, die der TLAE-Preis wiederholt oder besser holt, hat aufgeräumt. Ja, der Deck ist die Minenfelder, geht jetzt gerade durch im Schnellverfahren. Und da stand der Sniper und hat ihn erwartet. Jawoll, so wollten wir das sehen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Hat Heal angemacht, also sind alle am Trollen im Moment. Ja, schade, dass die dritte Runde so zu Ende geht, auch wenn sie wie gesagt noch ein paar Minuten geht, aber ich sehe da wirklich nichts mehr, was er machen kann. Und das sind halt zu viele Troll-Moves auch. Man muss auch auf den schießen, ne? Natürlich nicht auf den Command-Panzer. Ja, die Frage ist halt wirklich, sind die Alliierten zu stark generell oder sind sie zu stark auf der Map? Oder liegt es wirklich nur an den Standardstrategien, die beide Seiten runterspielen? Weil die Builds waren bisher, bis auf dieses Spiel hier, was ein bisschen trolly war, waren die alle sehr vergleichbar. Ne? Gerade, dass der Wehrmachtler eben auf Sniper, wenn nicht sogar Doppelsniper geht. Und naja, ist das vielleicht wirklich ein bisschen zu schwach. Und wir haben nur Schwimmwägen und keine Kläuse gesehen. Ich bin ja ein Klaus-Fan. Solche Geschichten alles. Auch vom Tech her, T3 wurde oft gespielt. War früher sehr, sehr schwach angesehen, als wir das noch aktiv gespielt hatten. Und da war ich überrascht, dass er so populär hier ist, der T3. Also wird vielleicht zu früh hochgetankt. Die Frage ist ja, wenn ihr ohne Sniper spielt als Wehrmachtler, was wäre das Problem dann, ne, in diesen Kämpfen? Ich denke, der schiebt das Auto hinter sich her. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist, wenn ihr, auf Sniper im Early Game verzichtet, auch wenn die supergeil darauf alle sind. Weil wenn ihr auf Sniper verzichtet, habt ihr ja viel früher und kampfkräftige Einheiten auf dem Feld. Also zum Beispiel jemand, der einen MG oder so, dann Volksnäcker oder so weiter. Also ihr könnt eher die Linie halten und den Gegner zurückpushen, wenn ihr nicht die Sniper macht. Ja? Das ist einfach ein Fakt. Der Sniper braucht Zeit, um das zu realisieren. Und guck, ja, ist gleich vorbei. Die Punkte sieht man auch schon. Das heißt, wenn ihr wirklich eine Eröffnung ohne Sniper macht, also sagen wir, macht 5 T1 Einheiten, wo keine von Sniper ist, ne? Eine ist halt ein Bike und dann 4 normale Einheiten. Das Bike kommt ja auch früher als der Schwimmwagen. Das heißt, ihr habt einfach extrem viele Einheiten dann auf dem Feld. Es ist fast unmöglich, sinnvoll die Deutschen zu flanken, wenn der PEler jede Flanke, die durchkommt, die am MG vorbeikommt, wenn er die abhält. Es ist fast unmöglich, die zu flanken. Und wenn man zwei Kläuser einsetzt, kann auch kein Brettkehrer hinter das MG fahren, also, was wir immer wieder gesehen haben. Die fahren Rekordtempo direkt vor die Dinger, muss man direkt das MG vor den Klaus, vor den Brent fahren. Wenn zwei davor stehen, wird in Rekordzeit weggenugt, ne? In Rekordzeit. Also ich würde einfach hinterfragen, ne? Wie gesagt, ist auch nur eine Diskussionsfrage, ist es wirklich so, dass das so ist, dass das so ausgehen muss, jedes Spiel, dass die Alliierten klar dominieren? Oder liegt es einfach daran, dass die Spieler alle bei den Achsen darauf bestanden haben, ein bis zwei Sniper zu bauen? Ja, ist das vielleicht eine Schwäche sogar, weil alle sagen, die wären OP und die sind eigentlich OP, aber die brauchen dann so viel Zeit, dass man danach eben hier oben ist, weil man alles verloren hat und dann schießt die Adelräder drauf vom Briten. Ne? Also ist das vielleicht eine Makrogefahr oder Falle sogar, wo die sich alle drauf einlassen? Und muss der Schwimmwagen unbedingt dabei sein? Macht schon einen Unterschied, ob man ein Bike oder einen Schwimmwagen holt, gerade wenn man 4 Stück davon holt. Das ist hot. Naja, egal, das ist auf jeden Fall so. Und jetzt Integral Suite mit Ra sind jetzt eine Runde weiter. Und ich hoffe, die nächste Map wird keine aus dem Standardpool. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, Semua 2.0 oder so wollten sie, glaube ich, auch mal reintun. Weiß nicht, wann die kommt. Ich hoffe, dass sie mal auf jeden Fall nicht Rails Metal und Eclair mehr machen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Aber es ist schon mal schön, die Strategien zu sehen. So, in dem Sinne. Ciao, ciao.